Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von KD Fliesentechnik, der Stadt Salzkotten, RWE, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten und dem Einrichtungshaus Niggemeier. Der jüdische Friedhof, in der Innenstadt gelegen, ist Zeugnis für eine jahrhundertalte jüdische Kultur in Salzkotten. An die dunklen Zeiten Deutschlands, wo diese Kultur ausgelöscht wurde, erinnert der Isaac-Auerbach-Gedenkplatz. An dem Ort errichtet, wo ehemals eine jüdische Synagoge stand. Doch Erinnerungen bleiben, werden aktiv gefördert. Unter dem Titel Ausgelöscht erschien im Jahr 2002 ein Buch, in dem die Autoren Marie-Therese und Bernd Wacker das Schicksal Salzkottener Juden während der Zeit des NS-Regimes umfangreich aufgearbeitet hatten. Und vergessen die Deportation von 30 Menschen jüdischen Glaubens in die Konzentrationsläger nach Riga, Warschau und Theresienstadt. Einen breiten Raum haben die Autoren des Buches auch dem heute noch gut erhaltenen jüdischen Friedhof gewidmet. So ist jeder der 90 Grabsteine mit einem Foto und einer Beschreibung aufgelistet. Ein Besuch des jüdischen Friedhofs ist jedem interessierten Bürger möglich. Schon am Eingang gibt es eine große Informationstafel, Auskunft über alles Wissenswerte. Der Schlüssel zum Besuch des Friedhofes in der Schützenstraße kann im Nachbarhaus abgeholt werden. Die Nachbarin Frau Elisabeth Kloke-Kemper, gleichzeitig auch Vorsitzende des Vereins Judentum in Salzkotten, öffnet. Wer eine Grabstätte besucht, hinterlässt nach jüdischem Brauch graue Steine auf dem Grabmal. Elisabeth Kloke-Kemper, die in ihrem Elternhaus gleich nebenan wohnt, erinnert sich an Besuche. Eigentlich jetzt kaum noch. Früher, als ich Kind war, war es praktisch wöchentlich. Dann, als ich so 30 war, war das ein- bis zweimal im Jahr. Und jetzt eigentlich die letzten 2 Jahre gar nicht mehr. Die Nazi-Herrschaft hinterließ auch hier ihre Spuren. Im Zuge des November-Pogroms 1938 kam es zu beträchtlichen Schändungen. Außerdem wurde der im Jahr 1827 angelegte Friedhof durch Zwangsverkäufe um 60% seines Areals verkleinert. Heute hat der Friedhof, der im Besitz der jüdischen Gemeinde Dortmund ist, wieder die Hälfte seiner ursprünglichen Größe von 2311 Quadratmetern. Die letzte Beerdigung fand hier 1940 statt. Von den 84 erhaltenen Grabsteinen, der älteste stammt von 1854, sind 59 aufgrund gut erhaltener Schriften datierbar. 33 Grabsteine stammen aus dem 19. Jahrhundert, 26 aus dem 20. Jahrhundert. Auf vielen Steinen ist eine deutsche und hebräische Beschriftung sichtbar. Aber auch Gräber mit nur einer deutschen oder einer hebräischen Inschrift sind zu sehen. Grabsteine haben oft eine Bedeutung, wie der Stein von Max Goldschmidt. Der Baumstumpf als Grabstein symbolisiert das viel zu frühe Ableben. Nach den Gesetzen des Judentums gilt die dauerhafte Totenruhe als unantastbar. Das jüdische Grab wird von der Gemeinde nicht eingeebnet, der Stein, er bleibt dauerhaft bestehen. Blumenschmuck ist in der jüdischen Tradition nicht üblich, man lässt die Gräber mit Efeu überwachsen. Beim Betreten des Friedhofes erkennt der Besucher auch, dass er sich inmitten einer belebten Stadtumgebung befindet. Besucher sind immer willkommen. Es kommen Schulklassen, Konfirmanden, aber auch nicht regelmäßig, sondern je nach Lehrer, je nach Bedarf. Mal ein Jahr hat man vielleicht 3 Gruppen da und ein anderes Jahr gar nicht. Also man muss nicht Professor, Doktor für Theologie sein, um hier drauf zu kommen. Jeder, der ihn sich ansehen kann, darf hier drauf. Es wäre wünschenswert, wenn das Interesse vor allen Dingen der jungen Menschen wieder stärker geweckt würde. Es wäre aber auch wünschenswert, wenn die für die Landschaftspflege verantwortliche Stadt Salzkotten auch hier mal wieder für Ordnung sorgen könnte, denn
Der jüdische Friedhof ist das einzige Zeugnis für eine mehr als 500 Jahre alte jüdische Kultur in Salzkotten. Ich finde, die Zeit des Nationalsozialismus darf in Salzkotten nicht vergessen werden. Und die eine große Gruppe, die Opfer des Nationalsozialismus waren, waren halt Juden. Und der jüdische Friedhof ist das einzige Denkmal, wo man noch sehen kann, dass hier Juden gelebt haben. Die haben über 500 Jahre in Salzkotten gelebt und auf einmal sind sie halt verjagt, deportiert und vertrieben worden. Und heute erinnert halt nur noch der jüdische Friedhof daran, dass es hier einmal Juden gab. Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Volksbank Briel und Büren Salzkotten, der Kaffeerösterei Benzlips, der Firma MIG, der Bäckerei Lange und Rewe.